Europapokal, da wollen viele hin, egal ob Fuß-, Basket- oder Volleyball-Wettbewerbe mit Teams aus verschiedenen Ländern haben nämlich immer einen ganz besonderen eigenen Reiz. Es muss aber nicht gleich die Champions League sein. Der Marzahner Volleyballclub zelebriert schon zum 26. Mal sein internationales Jugendvolleyballturnier. Ich glaube, für die Kinder ist es wichtig zu spielen. Und da wir hier das ganze Jahr über gegen Berliner Mannschaften spielen, ist es gerade auch für unsere Teams auch mal gut, gegen polnische, gegen Mannschaften aus anderen Bundesländern Spielerfahrung zu sammeln und daran zu reifen. Die Mädels spielen in drei Altersklassen, von der U12 bis zur U16. In diesem Jahr kommen die internationalen Gäste des MVC aus Polen. Dieses Turnier, ein gemeinsames Volleyballfest, das Wichtigste für die Teilnehmerinnen, Freundschaften schließen, Kontakte knüpfen und das Leistungsniveau der Jugendlichen vergleichen. Von Polen und von den anderen Mannschaften, die auch in verschiedenen Situationen ganz anders das Volleyball gelernt haben, wie wir zum Beispiel. Die reguläre Spielzeit ist für die meisten Teams zwar schon vorbei, doch diese Turniere bieten die Chance für Experimente. Auf alle Fälle ganz viel Spielpraxis und auch für die kommende Saison, gerade perspektivisch dann für die nächste Altersklasse, schon mal eine Spielerfahrung zu sammeln, um dann halt in die neue Saison vielleicht schon mal viel positiver zu starten. Experiment geglückt, heißt es bei der U12 für den Schweriner SC. Nach drei Sätzen gewinnen die Mädels aus MacPom gegen die SG Einheit Zepernick. Bei der U16 kommen die Freudenschreie aus Polen. Esperanto Warschau setzt sich im Finale gegen die Landsdamen von Mux Krotka durch. Die Warschauerinnen bewiesen mehr Durchschlagskraft und entschieden das Spiel nach 2:0 Sätzen für sich. Die Mannschaften zufrieden, der Volleyballverband Berlin zufrieden und natürlich auch die Veranstalter vom Marzahner Volleyballclub, die schon wieder an die Zukunft denken. Wir wollen weiter erfolgreich sein. Wir wollen Kinder von der Straße in die Hallen bringen, zum Sport machen, um ein neues soziales Umfeld kennenzulernen, um sportlich zu bleiben und um die Freizeit sinnvoll zu gestalten. Ehrgeizige Ziele, um auch im nächsten Jahr zu zeigen, dass der MVC mit seinem Engagement für den Volleyball in der Königsklasse spielt.